Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Oberen Glantal am Mittwoch. Einen wunderschönen Vormittag wünsche ich euch, liebe Leute. Wer sich jetzt fragt, hey, was war das für ein komisches Intro, der kann sich bitte gerne die heutige Lieblingsprojektfolge angucken. Da erkläre ich das, warum, weshalb, woher und so weiter und so fort. Weil ich will das nicht jedes Mal wieder erklären. So, wir sind wieder zurück im Oberen Glantal. Ich habe einige Kommentare von euch gelesen und habe auch einiges vorbereitet, sodass wir hier jetzt auf einiges eingehen können. Zuerst, bevor irgendwelche Leute wieder glauben, sie müssen mit irgendwas Wind machen, werde ich euch gleich mal den Wind aus den Segeln nehmen. Und zwar zum Thema Artikel 13. Artikel 13 wurde gestern beschlossen im EU-Parlament und die europäischen Mitgliedstaaten haben jetzt 2 Jahre Zeit, diesen Artikel 13, so wie beschlossen wurde, umzusetzen. So, das heißt, macht euch jetzt mal erst keinen Kopf, was passiert morgen, übermorgen, übermorgen. Ich glaube, meine persönliche Meinung, es passiert jetzt die erste Zeit einfach mal gar nichts. Es wird einfach so weiterlaufen, wie es ist. Ich bin schon in Kontakt mit unserem Netzwerk und wenn es da was Neues gibt, was Handfestes, was ich euch sagen kann, dann sage ich euch das. Aber bitte fragt nicht unter jedem Video, was hältst du davon, was hältst du davon, was hältst du davon. Wenn es etwas Spruchreifes gibt, sage ich es euch. Okay? Einigen wir uns darauf und bis ich, sagen wir so, wenn es in meiner Macht liegt, dann sage ich es euch, bevor etwas passiert. Aber das liegt nicht an mir, sagen wir mal so, ne? Klingt jetzt wahrscheinlich wahnsinnig perplex und kommt, ja, ist egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich will da jetzt irgendwie nicht jetzt irgendwelche Leute aufhusten oder irgendwelche Fake News verbreiten und so weiter. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich will einfach nur sagen, man beschäftigt sich damit, das läuft im Hintergrund einfach weiter. Wenn es da aktuelle Sachen gibt, Infos gibt es bei mir zu diesem Kanal hier. Ich weiß nicht, was die anderen natürlich machen, aber zu dem Kanal gibt es Infos bei mir. Und ja, das ist so mein aktueller Standpunkt davon. So, jetzt konzentrieren wir uns aber wieder auf die angenehmen Teile des Lebens, nämlich auf LS19. Jemand hat mir in den Kommentar geschrieben, und zwar war das der Nathan Mulis. Werner, dort, wo du die Silage reinkippst, ist kein Lager, sondern sondern Mischfutterstation. So, lieber Nathan, ich sehe das anders. Und zwar steht hier Silo für Futtermischer. So, das heißt, Futtermischsilo, hier können Sie alle Fruchtarten für den Futtermischer einlagern. Das heißt aber nicht, dass es ein Futtermischer ist. Muss aber mal ganz klar differenzieren, ne? Da geht rein Gras, Silage, also Gras wahrscheinlich nicht mehr, da geht jetzt Heu rein, Stroh und so weiter und so fort. Und, Beispiel, wir machen das jetzt mal raus, das Zeug, fahren einfach mal wieder drunter und werden dann feststellen, dass, warte, ich aufladen kann. Silage, Stroh, Heu, Mischration. Also es ist kein Futtermischer, sondern es ist nur ein Lager für die ganzen Komponenten für Futtermischration oder Mischration und nicht umgekehrt. Das muss man ein bisschen aufpassen. Das ist kein Futtermischer per se, sondern nur ein Lager dafür. Der eigentliche Futtermischer steht vor euch, das ist der Strautmann. Ne? Das darf man nicht unterscheiden. Also das muss man so richtig bitte im Kopf behalten, weil da gibt es auch Leute, die das sagen, yo, der Werner hat einen Fehler gemacht. Yo, Alter, lass mal jetzt voll die Kommentare vollballern. Nee, ne? Also es ist schon richtig so, wie es ist. Und ich bin auch der Meinung, dass es immer so war. Glaube ich. Aber da könnte ich mich jetzt auch ganz schön verbrennen. Deswegen, wir lassen es einfach so, wie es ist. Es funktioniert und dann bin ich ja nicht zufrieden mit, ne? So, jetzt habe ich das selber verkackt. Danke dafür. Und dann werden wir jetzt einfach mal hier Ballen für Ballen da vorne reinhauen. Das wird ein bisschen dauern, habe ich euch aber gesagt. Aber es gibt wirklich Leute draußen. Viele, viele, viele Leute, die der Meinung sind, yo, Werner, mach unbedingt weiter. Oberes Glantal macht mega Bock. Und deswegen mache ich das. Vielen lieben Dank für euren krassen Support für auch dieses Projekt. Das freut mich sehr, motiviert auch sehr und dann geht das immer, immer weiter, 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 weiter. Und dann gibt es noch eine Sache, die auch vorgeschlagen wurde, der ich ja gar nicht so abgeneigt bin. Und zwar wäre das wieder mal ein Markenprojekt. Und zwar haben sich sehr viele gewünscht, da könnt ihr jetzt mal euren Senf in die Kommentare dazugeben, ob wir hier ein reines John Deere-Projekt machen draus. Habe ich, glaube ich, schon mal angekündigt. Ich weiß auch nicht mehr, wie es damals ausgegangen ist. Deswegen bitte ich euch nochmal in die Kommentare zu schreiben, wollt ihr ein reines John Deere-Projekt haben oder wollt ihr kein reines John Deere-Projekt haben? Dann ist es einfach ein Mischi-Maschi-Projekt, wie jetzt auch. Aber eine Sache muss ich gleich dazu sagen. Es ist egal, welche Entscheidung ihr jetzt trefft, der MB-Tag wird bleiben. Der MB-Tag wird, da wird, da, nee. Das ist ein Familienerbstück, der bleibt.
das könnt ihr euch gleich auf den Kopf schlagen, dass der in Beta hier geht. Das, da, nee, also der bleibt. Aber wir können gerne drüber sprechen, ob wir nicht zum Beispiel, ich habe schon überlegt, ob wir noch einen kleinen John Deere zum Beispiel kaufen, weißt du? So einen süßen, warte, ich sage ihn dir mal. War der hier drin? Ich glaube, der war unter den anderen Kategorien drin, oder? Warte. Ja, der war weiter oben drin. Bei den Mittleren. Ich glaube, das ist der, den wir auf der Ravenport hatten. Der zum Beispiel. Der ist ja mega hübsch, ne? Den könnte man zum Beispiel mal holen, habe ich Bock. Wir können natürlich auch dann in weiterer Folge noch einen von denen holen. Oder wir holen den großen Bruder. Nee, warte, das ist der gleiche. Das ist aber der Mod. Der kann irgendwas besser. Ich weiß nicht genau was, aber er kann irgendwas besser. Oder natürlich so einer. Der ist mega geil. Lad das Bild. Danke. Der ist wirklich gut, der hat auch mega Sound. Also der ist wirklich, der ist knackig, kann ich auch sagen. Und natürlich dann die ganzen High-Level-Artikel, ne? 7R, der macht auch Bock. Und natürlich der 8R auch noch. Wo ist er denn, der 8R? Da ist der 8R. Der ist mir ein bisschen zu lang, aber ist auch wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Traktor. Und ja, da habe ich schon Bock. Und das ist natürlich, ich habe ihn deswegen noch nie gefahren, ne? Ohne Scheiß. Also ich kann mir das vorstellen. Wenn ihr Bock habt, ja. Und natürlich kann man den Satz noch weiterführen, nämlich da hier, ne? Haben sich auch sehr viele gewünscht, andere Drescher, größere Drescher. Und wenn man jetzt sagt, yo, John Deere Projekt, dann würde ich natürlich einen John Deere Drescher nehmen. Ganz klar, ne? Weil wenn wir die Auswahl haben im Spiel, ja, dann nehmen wir her damit, weißt du, bin ich die Letzte. Oh, jetzt ist die andere, ah, das geht sich nicht aus. Schade, Limonade, ist egal. Und so, dann haben wir noch einen Kommentar bekommen vom Landwirt 1102. Hi Werner, ich glaube, das Schmetterlingsmähwerk ist falsch herum. Schön, dass du wieder Glantal spielst. Oder schön, dass du Glantal wieder spielst. Da hat jemand drunter geschrieben, den Tim, nope. So rum ist es richtig, die Messer vorne und der Ausruf hinten. Also so hatte ich es auch in Erinnerung, muss ich sagen. Also ich will jetzt da niemanden zu nahe treten oder kritisieren, überhaupt nicht. Jeder darf reinschreiben in die Kommentare, was er will, solange es sachlich bleibt. Aber ich glaube, das war auch so mein Gedankengang, dass es so richtig ist. So. So, was haben wir noch hier, Kommentare? Genau, dann hat der Tim nochmal geschrieben, ein anderer Tim. Tauscht doch bitte den Futtermischwagen durch den großen vom Anderson DLC. Da habe ich tatsächlich auch Bock, muss ich sagen. Sagen wir mal so. Wie soll ich es jetzt formulieren, dass es einigermaßen nach was klingt? Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir jetzt den Manitou haben, ne? Und mit dem Manitou hast du halt wirklich so ein Allzweckfahrzeug. Und wenn diese Idee mit dem John Deere-Projekt aufgeht, dann würde ich auch sagen, dass wir den Strautmann verkaufen hier vorne. Und dass wir uns dann einen großen, Futtermischwagen vom Anderson DLC kaufen, weil, aber unter dem Aspekt, dass wir dann einfach noch einen Johnny kaufen, klein, groß, mittel, sehen wir dann, wie die finanzielle Mittel mitspielen, und wir dann einfach, ja, so einen Johnny einfach zum Futtermisch mit dem Anderson DLC verbinden, das finde ich schon farblich sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen. Ne? Grün, gelb vorne, hinten schwarz, rot, es hat schon was. Also da wäre ich auf alle Fälle dabei, aber da ist, wie immer, schreibt es in die Kommentare, dann kann ich mich ein bisschen nach euch richten und dann sehen wir ja, wie das, ne? Was wir da machen. Aber ich habe gelesen, größere Drescher, haben einige geschrieben. Und das werden wir natürlich auch verfolgen. So. Ja, es wird noch ein bisschen dauern. Ich weiß, ich nerv euch jetzt ein bisschen damit. Aber wenn man so ein bisschen am Talken ist, sag ich mal, dann kommt das eigentlich gerade recht, dass man auch, noch ein bisschen nebenbei arbeitet, weißt du? Ja, das Artikel 13 Ding, das war mir tatsächlich wichtig, dass das, bevor das wieder komplett eskaliert und jeder dann schreibt, ach, der Werner hat keine Meinung dazu und bla bla bla. Wie gesagt, sonst, wenn ihr es nicht verstanden habt, guckt das gerne nochmal an, am Anfang des Videos, weil dann, glaube ich, ist einiges schon gesagt worden in diese Richtung, ne? So, was haben wir noch? Geht in das große Silo Mischfutter rein, hat auch der Thomas geschrieben. Das weiß ich nicht, Thomas. Ich glaube nicht. Weil das große Silo ist ja prinzipiell ein Standard-Silo. Das ist kein Mod-Silo. Das heißt, wir können eigentlich nachgucken. Das haben wir hier. Da geht keine Mischration rein. Sorry. Aber das geht da nicht rein. Aber das geht ja hier oben rein, weißt du? Deswegen ist mir das ja mehr oder weniger auch Schnuppe. So, einen Wagen voll mit vom Anderson DLC haben wir schon mal weg. Also, wir haben das ja im Livestream damals mit dem Anderson DLC hergebracht, das Zeug. Und so abgeladen, weil ich es einfach cool fand. Und ja, da muss man jetzt mal gucken, ne? Ich schleife immer an der Seite, deswegen. Ich wundere mich gerade, was ist denn hier los? So. Was macht der Kollege da oben? Der ist noch am Gras mähen. Genau. Ah ja, und dann hat er noch immer geschrieben, dass mir Feld 39 und 40 gehört. Das stimmt. Das wird noch nicht angezeigt, weil wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann habe ich das im Besitz. Aber diese Nummern ändern sich nicht. Wie hier zum Beispiel, dass die dann schön fettgrün oder
einigermaßen grünlich sind. Das passiert hier nicht. Also es wird einfach nur so gelassen, aber es ist in unserem Besitz. Ich weiß, da sind wir auch schon fleißig am Arbeiten drauf. Ne? Also das ist schon richtig, habt ihr recht. Erstmal schön in die Mitte reinpulen. Das sieht zwar richtig cool aus, ne? Aber ist gar nicht so einfach zu transportieren. Ja, weil hast du gesehen, wenn du oben ein bisschen zu hastig lenkst, dann liegt die Kacke schon wieder unten. Das kannst du wieder komplett vergessen hier. So, jetzt werden wir mal eine Sache versuchen, und zwar volle Möhre seitlich ranzufahren. Ich kann nicht weiter nach hinten kippen. Das ist irgendwie kacke gerade. Weiß nicht, woran das jetzt liegt. So. Ja, doch. Muss man sagen, bin ich zufrieden mit. Warte. Jo. Das war gar nicht so verkehrt. Perfekt. Immerhin damit. Ich hänge fest. Na, geht. Alles gut. Was war noch? Ja, sonst eigentlich nur nichts Besonderes, sag ich jetzt mal. Keine besonderen Vorkommnisse, würde man beim Militär sagen. Und ja, jetzt gucken wir nochmal nach dem Kollegen. Der ist jetzt gerade noch am Mähen. Und hier ist der Drescher. Was würden wir denn eigentlich für den Drescher bekommen? Es ist halt so, ne? Wenn ihr euch jetzt für das John Deere-Projekt entscheiden würdet, was ich sehr bevorzugen würde, muss man so sagen, dann haben wir schon mal den weniger. 74.000 plus 23 kostet das Ding. Das sind wir schon auf 100.000 fast. Plus den Schneidtagssagen, dann sind wir auf 100. Ne, also nur für die Kalkulation. Und dann haben wir hier 137 stehen. Dann können wir noch ein bisschen Kredit aufnehmen, weil den haben wir nämlich auch noch über. Und dann sollte sich vielleicht sogar der große Drescher ausgehen. Wenn nicht, dann haben wir, glaube ich, nichts im Lager. Ne? Nö, haben wir nicht, aber das ist nicht so schlimm. Wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Der MB-Tag bleibt auf alle Fälle, das habe ich ja schon gesagt. Ich finde den wirklich cool. Klasse, also wirklich ein geiles Gerät. Und deswegen würde ich ihn halt unbedingt lassen. Der gefällt mir richtig gut, deswegen will ich ihn einfach behalten. Aber ja, und dann gucken wir eben, ne? Jetzt haben auch einige geschrieben, warte, ich habe noch ein paar Kommentare vorbereitet, ich muss kurz immer raustappen. Drescher und vielleicht ein Radlader wurde auch geschrieben. Ja, auch eine Idee. Dann natürlich ist auch drum gegangen wegen dem anderen DLC, wer sich das gegönnt hatte. Da haben auch ein paar geschrieben, yo, haben es gekauft. Auf alle Fälle, vielen lieben Dank, liebe Leute, es haben einige über unseren Link gekauft, das ist sehr nett. Vielen lieben Dank, das freut uns sehr, dass es auch angenommen wird. Wir haben es einfach mal gedacht, komm, wir probieren es einfach mal, ob das wirklich Leute gibt, die das auch machen. Und es haben tatsächlich einige gemacht. Das ist sehr, sehr cool und sehr, sehr nett. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr habt alle Bock auf das DLC, die sich geholt haben. Und ja. Ich glaube, fürs erste DLC im LS19 ist es schon ein geiles DLC. Ne? Das muss man so sagen. Na, nicht so optimöbel. Da gefällt mir halt zum Beispiel, da bin ich halt schon wieder großer Fan von dem hier, weißt du, war da hier drin? Ne, von dem hier, ne? Das wäre jetzt cool, weil da kannst du vorne dieses Ding komplett drehen auf dieser Platte. Das wäre jetzt optimal hier. Geht so auch, ne? Aber nicht so optimal, wie es halt wie heißt der? E-Pause, glaube ich, heißt er, ne? Mit dem geht es halt nochmal eine Schippe besser, sagen wir mal so. So, warum ich das immer wieder ausleere? Weil wenn ich zweimal drei Stück reingeben würde, wäre das zu viel, weißt du? Und da würde es sich irgendwie bestimmten Ballen wegbacken und das wäre dann schade. Weil alles, was hier liegt, ist ja praktisch Geld für uns und deswegen müssen wir da ein bisschen haushalten, ne? So, rein hier. Gut, da haben wir noch in der nächsten Folge auf alle Fälle 4 bis 5, das ist vollkommen okay. Ja, tut mir natürlich sehr leid, dass es ein bisschen einseitig oder eintönig ist. Aber so Sachen besprechen gehört halt einfach dazu. Und wenn ich Entscheidungen von euch habe, dann werde ich sie auch umsetzen. Siehe Hasefeld, das würde jetzt erstmal nicht mehr kommen, weil sich eben sehr, sehr stark ein Mapwechsel gewünscht wurde. Ich habe momentan einfach nicht die Zeit, dass ich das mache. Aber ich denke, am Wochenende habe ich Zeit, das vorzubereiten. Vielleicht gibt es auch wieder einen kleinen Livestream, kann ich euch nur ans Herz legen. Twitch, in der Videobeschreibung ist ein Link zu meinem Twitch-Kanal. Und ja, dann wird das für nächste Woche, glaube ich, was. Aber es ist komplett unrealistisch, hier zu sagen, ach, vielleicht kommt es morgen. Es kommt morgen auf alle Fälle nicht, das kann ich euch versprechen. So. Jetzt holen wir nochmal eine Schippe on top, ne? Und jetzt habe ich nochmal gucken, ob noch irgendwelche Kommentare... Nee, das andere mit den Wiesen haben wir schon gemacht, was der Tim geschrieben hat.
Genau, noch ein anderer Tim. Es gibt viele Tims hier. Frag mal Farmer Andy, ob der Teaser-Bilder schicken kann. Ich werde ihm anfragen, ob er irgendwie Bildmaterial für mich hat. Oder ob ich eine Vorabversion bekomme und mir selber Bildmaterial geben kann. Ich weiß noch nicht. Ich werde mal nachfragen wegen Hofbergen, wie es aussieht für euch. Und ja, mal, wenn ich Informationen bekomme, werde ich sie gerne weiterleiten. Zwischenzeitlich sind wir aber schon fertig für heute. Ich danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Es hat vielleicht ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder, wenn ihr möchtet, morgen zu einer weiteren Folge hier im Oberen Glantal. Und am Freitag haben wir 3 Folgen Oberes Glantal. Ne? Nicht vergessen, Freitag 3-mal volle Dosis Oberes Glantal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.